Murat Yakin mit ungewöhnlicher Aufstellung, notgedrungen. Mit Ajeti, Scher und Ivanov fehlt die komplette Innenverteidigung und so ist Neuzugang Marek Suchy bereits gefordert. Der tschechische Nationalspieler verteidigt an der Seite von Fabian Frey. Und weil auch Stocker und Streller fehlen, kommen David Degen und Giovanni Sio von Beginn weg zum Einsatz. Lausanne muss den Abgang von Salim Khelifi verkraften, hat aber immer noch Michael Facchinetti. Der lässt den Puls von Jan Sommer nach knapp 3 Minuten erstmals etwas höher schlagen. Ein guter Schuss des aufgerückten Verteidigers, da hat nicht viel gefehlt. Fabian Frey, der Allrounder, zurückgezogen als Verteidiger, aber auch von da kann man dem Spiel Impulse verleihen, zum Beispiel mit solchen Pässen. Auf Sio, der schüttelt Mevlia ab. Sio, Mevlia ist wieder da, wäre er besser nicht gewesen. Eigentor von Miha Mevlia nach 10 Minuten. Keine Chance für Torhüter Signori Antonio, der den verletzten Kevin Fickenscher ersetzt. Vom eigenen Spieler bezwungen, David Degen wäre einschussbereit gewesen. Mevlia hat ihm die Arbeit abgenommen. Der FC Basel, nicht zwingend, nicht dominierend, aber ab und zu mit vielversprechenden Abschlussversuchen. Delgado Antonio lenkt in Corner. Guter Reflex des 19-jährigen Schweizers aus dem eigenen Nachwuchs. Und er bekommt gleich nochmals die Chance, sich auszuzeichnen. Wieder gegen Delgado. Wieder ist er rechtzeitig unten. War doch easy. 0:1 zur Pause. Das Spiel hat auch Mama Yakin nicht wirklich erwärmt. Zweite Halbzeit. Lausanne mit Rave. Der hat kurz die Möglichkeit zum Abschluss, aber dann sind zu viele Basler da. Rave bleibt hängen. 50. Minute, Chance vertan. Und die Möglichkeit zum Gegenangriff für Basel. Foser mit dem langen Ball, abgefangen von Chaxi. Und das wird die Vorlage für Feinduno gegen Suchy. Feinduno trifft. 1:1 der Ausgleich. Sommer reklamiert, Lausanne jubelt. Und das zu Recht. Kein Abseits von Feinduno, die anderen Lausanner nur im passiven Abseits. Und dann ist es ausgerechnet Neuzugang Marek Suchy, der sich ungeschickt anstellt und Feinduno nicht am Torschuss hindern kann. Suchy versucht nur zu blocken. Kein Foul von Feinduno, einfach geschickt, clever, erfolgreich. Es gibt sie doch noch. Die raren Glücksmomente als Fan von Lausanne. Murat Yakin reagiert nach 65 Minuten. Sauro rein in die Innenverteidigung, David Degen raus und Fabian Frey nach vorne ins Zentrum. 3 Minuten später, Seredie. Ungenauer Pass auf Chaka, aber der mit gutem Einsatz. Foser flankt auf Fabian Frey. 2:1 für Basel, der Mann für alle Fälle, in diesem Fall für die erneute Basler Führung. Fabian Frey steigt am höchsten, setzt sich durch gegen 2 Lausanner. Tafer springt am Ball vorbei, Jaxi springt gar nicht, Frey springt genau richtig. Und alles richtig gemacht hat Murat Yakin. Aber es ist wie so oft ein Kampf und Krampf für Basel auf der Pontes. In den letzten 3 Spielen einmal 1:1, zweimal 2:1 gewonnen. Jetzt wieder 2:1, aber der Sieg noch lange nicht sicher. Feinduno, der beste Lausanner. Auf Rave. Sommer hält den Ball nicht fest, Rave trifft nicht. 78. Minute, Top-Chance zum Ausgleich für den Tabellenletzten. Nach dem herrlichen Außenrisspass von Feinduno. Dann der Fehler von Sommer und das Unvermögen von Rave. Wer beruhigt die Basler Nerven? Seredie. El Neni. Und der eingewechselte Philipp Degen mit dem 3:1 für Basel. 92. Minute. Die Entscheidung. Basel hat sich lange schwer getan, das Spiel so schlecht wie der Platz, aber Hauptsache 3 Punkte, dank viel Arbeit und Allrounder Fabian Frey.
Ja, ein Platz war immer frei für Fabian Frey. Im Spiel zuerst in der Innenverteidigung, dann im Sturm und dann war er noch Matchwinner. Und das hat er selber nach dem Match gesagt. Ja, es ist relativ gut gelaufen. Also, wenn ich mir heute Morgen vorgestellt habe, wie der Match laufen soll, dann hätte ich das natürlich sofort unterschrieben. So, ein bisschen unglücklich, das Gegengol, das wir bekommen haben. Wäre mir lieber gewesen, wenn wir zu Null hätten können spielen. Aber am Schluss, ja, mit dem Goal noch persönlich, glaube ich, kann ich ein positives Fazit ziehen. Gibt es überhaupt eine Position, die Sie nicht können spielen als Allrounder? Ich habe nie Angst, also Goalie werde ich nie. Also, ich glaube nicht, dass ich einmal die Goalie-Händchen anziehen werde, weil da habe ich zu wenig Talent dafür. Aber sonst ja, habe ich mittlerweile jetzt dann alles durch. Eine linke Verteidiger bin ich glaube auch noch nicht gewesen. Aber ja, schlussendlich spielt man dort, wo einem der Trainer aufstellt.